Ja, hi, grüßt euch. Wir sind hier im Indigo Records Musikstudio, hier in meinem Studio. Wir haben hier die Audiospuls 2006 produziert mit einem Dreiband Equalizer Power Synthesizer, falls es jemand interessiert. Und ich möchte heute euch ein klein wenig über die Audiospuls Mitglieder erzählen. Ganz besonders zu erwähnen ist der Co-Produzent, der Audiospuls, Anton Wadowski, der sich leider nicht hier vor der Kamera äußern kann, da er in einer Nervenklinik momentan ist. Und er hat uns gestern angerufen und hat uns ein bisschen am Telefon erzählt, und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben das Ganze auf Band aufgenommen und ja, hört es euch mal an. Ja, hallo, hier ist der Anton Kowalski. Ich wollte euch heute noch sagen, dass ich mich leider nicht vor der Kamera äußern kann, weil sie mich in eine Klappe eingeliefert haben, völlig zu Unrecht. Und dazu hat mir noch ein Hund ins Gesicht gebissen. Tja, und da wollte ich euch noch sagen, ich wünsche natürlich den Sebastian Bigorski sehr viel Glück bei der Produktion der Old Jungspunz. Bis dahin alles Gute von mir, euer Anton Kowalski. Tja, das war der Anton. Tragisches Schicksal eigentlich, dass er heute nicht mit mir sitzen kann. Und ja, kommen wir nun zum ersten Bandmitglied, dem Enrico Ecardo. Enrico Ecardo ist ein Typ, tja, wie soll ich sagen, er lebt halt das Leben aus. Er spielt gern, er tanzt gern. Ja, und er hat natürlich auch mitgeschrieben an dem Originaltext. Der Old Jungspunz tanzt. Jeder hat hier seinen Part geschrieben. Und wir sind da synchron durchgegangen und haben jeden einzelnen Schritt halt protokolliert. Tja, das zweite Bandmitglied ist der Kalle Seidel. Das ist übrigens ein Künstlernamen, den er sich vor kurzem erst gekauft hat. Und viele werden ihn auch kennen von der Ultimativ Shatter. Er hat zusammen mit Jörg Katzenkassler, den Ander Kabowski und mit Gil Kabowski die DVD 2005 produziert. Und er ist jetzt einfach mit hier bei uns dabei bei den Audiospuls, weil er einfach mal ein paar andere Projekte hier mit uns machen will. Und deswegen ist er zu mir gekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, mach mit. Und jetzt ist er halt dabei. Kalle ist natürlich auch ein lustiger Typ. Und der darf eigentlich nur uns fehlen. Ja. Tja, und dann gibt es natürlich noch den Hardy Hardys. Auf Hardy bin ich aufmerksam geworden 2006, jetzt hier im Februar. Er hat mich durch seine inspiratorische Art der Musik aufmerksam gemacht, und ich habe ihn gefragt, ob er bei den Old Jungspunz mitmachen will, und er hat sofort ja gesagt. Er ist hier angekommen ins Studio, hat seinen Part eingesungen, natürlich auch seinen Part geschrieben und dann ist aufgenommen. Tja, also auch ein sehr lustiger Typ, für jeden Spaß zu haben, und ja, ist halt mit dabei, ne? Als drittes Bandmitglied bei den Old Jungspunz. Tja, und ich natürlich, der Sebastiano, ich bin auch mit dabei bei den Old Jungspunz als viertes und letztes Mitglied. Habe natürlich den Sound produziert und natürlich mit einem Text geschrieben, und ja, mich kennt man auch von der Ultimativ Shatter. Ich war Co-Produzent. Und tja, das war es eigentlich zu den vier Bandmitgliedern. Old Jungspunz, der Song Tanzt, wird 2006 die Charts stürmen. Tja, das war es auch schon wieder von mir hier aus dem Studio. Ich hoffe, ihr guckt euch den ganzen Film Clip an und guckt natürlich auch die DVD. Und bis dann, ciao, euer Sebastiano.